sieht's aus auf dem Weg zum Start. Da sind die Berge. Heute waren es 18 Kilometer zum Offroad-Start. 25 Minuten zu fahren, wieder das Glück mit dem Auto rüber zu fahren. Ja, wir wissen heute nicht, wie viele Kilometer es gibt, weil die gestern Abend noch den Track umgebaut haben. Also müssen wir uns überraschen lassen. So, Bike ist fertig, ist auch angegangen. Da hinten sieht man den Bogen und da geht es direkt rein in die Berge. Gucken wir mal, was der letzte Tag so bringt. Ich will auf jeden Fall diesen scheiß Zielang sehen. So, auf geht's in den vierten und so letzten Fahrtag. Heute heißt es nochmal alles geben. Service Point, also in der Mittagspause, da bekommt man immer einen Aufkleber. Der sauberste ist immer der aktuellste, das heißt 10.57 Uhr in 51 Sekunden muss ich weiter. Man hat 20 Minuten mittags in der Pause eben Bike zu richten und was zu trinken, Wasser aufzufüllen. Ja, jetzt heißt es also für mich gleich in den letzten halben Tag weiterzufahren. Ich hoffe, wir sehen uns im Ziel. Hier geht's wieder ran an die Passagen. You need help or it's okay? Und jetzt wieder hoch. Mal sehen, ob ich auch wieder runterfalle. Jack ist eh blockiert, also kann ich anhalten. Guck mal. Schon ein richtig schönes Enduro heute. Also runter. Ja, erstmal überholen. Hoffentlich. Also auf dem Moped. So, Jonas, geht's. Ja, komm! Ja, ja! Komm wieder! Sauber, Jonas, sauber! Rum oder Wippe? Wippe! So, next to me, Mario Roman. You finished it. You're looking quite good now. How was your race? Yeah, it was super tough. I had a huge crash because one guy hit me in the prologue and I get injured all my left side of the body. So I didn't feel 100%. I didn't know to start or go off. And finally, I decided to rest. It was pain, but with painkillers and stuff I can race, but not at my, as my normal performance. So I decided to take experience and try to finish the race, and this is what I did. So really happy with the team, with my effort, and top 10 is good. Okay, so it was a hard fight for you, to get on the podium first, I mean, just to finish? That's the smallest thing, you know? I feel pain everywhere, and the biggest goal is when you are not 100%, it's just to finish and enjoy with the bike, enjoy this amazing race, and this was everything this year. So now a little recovery, exactly. See you as on a strong performance as always when you're here. Yeah, exactly. Thank you. All the best, thank you. Thank you. Thanks. Next story. Yeah. That's the finale. Sieht doch schon gut aus, der fällt auf jeden Fall gut wieder runter. Ja, das war's. 2018, die Epic Edition, 15. Jahr, Red Bull Romaniacs.
war sicherlich ein hartes Jahr aufgrund des Wetters für alle, für die Veranstalter, für die Fahrer. Aber es war auch ein tolles Jahr, weil es so hart war, sagt man immer nur danach, nicht dabei. Ich bin persönlich froh, dass ich es gefinisht habe. Darauf bin ich recht stolz. Es war schon ein Kampf und auch mit der Motivation war es nicht ganz so leicht nach Tag 1. Aber ja, wir haben es durchgekriegt. David, du warst natürlich eine Riesenhilfe. Schön war es, dass Katja und die Kinder dabei waren. Ja, es war toll, dass im Internet ein paar Leute die Daumen gedrückt haben, ein paar Freunde von mir die Daumen gedrückt haben. Ja, hat Spaß gemacht. Jetzt bin ich froh, gleich die Stiefel auszuziehen, mal durchzugehen. Dann gehen alle Klamotten in den Bus. Ja, morgen früh um 4 oder 5 fahren wir nach Hause. Gleich gibt es noch die Party. Siegerehrung. Fertig aus. 2018. Haken dran. So sieht das hier aus am Finish. Hier ist Volksfeststimmung auf jeden Fall. Aber jetzt hat sich schon geleert. Trotzdem gibt es, glaube ich, in Sibiu nichts Besseres zu gucken an dem heutigen Samstag. Wollte die Mutti auch beim Waschen. So haben alle Beteiligten ihre Freude. Die Kinder und die etwas größeren Kinder mit dem teuren Hobby. Das ist die Location für die Party. Irgendein noch im Betrieb lauftes Stahlwerk oder irgendwie so. Schon sehr, sehr geil. Sehr, sehr ausgefallen. Ja, the second place. Bartley even looked like it could be the first place. Battling for the second, in the end, there was a distance of 4 minutes. Coming from Germany, riding on the KTM, Manuel Lendbichler. Coming from South Africa, riding on the Sherco, Wade Young! Ja, komm, Leute.